Herzlich willkommen im Aquazentrum. Ich bin der Michi. Dieses Video ist die Bedienungsanleitung des Wasserstoffinhalators AquaVolta H2Cube. Nutzen der Wasserstoffinhalation sind die antientzündlichen, antiallergischen und antioxidativen Eigenschaften des Wasserstoffs. Details zum Thema Wasserstoffinhalation findet ihr im Video von Karl-Heinz Asenbaum hier oben rechts oder in der Videobeschreibung. Überfliegen wir nochmal kurz alles, was bei dem Gerät dabei ist. Der H2Cube. Zwei Nasenkanülen, ein Wassersammler, zwei Silikonschläuche, ein Gummi-Sauerstoff-Auslassadapter, ein Y-Verteiler, ein Sauerstoffventil. Nach der Fertigstellung dieses Videos haben wir bemerkt, dass der Adapter und das Sauerstoffventil unpraktisch sind und haben diese durch diesen Stopfen hier ersetzt. Ein Netzteil, ein Netzkabel. Als erstes nehme ich die obere Abdeckung ab und schraube den Wasserdeckel auf. Die Folie hier dient als Dichtung für den Transport, da der Deckel extra nicht dicht ist, weil dort Sauerstoffgas entweichen muss. Ich hebe die Folie mal auf, falls ich das Gerät später mal mit wohin nehmen möchte, zum Beispiel in Urlaub. Den Tankdeckel lege ich kurz beiseite. Als nächstes befülle ich den Tank des H2Cube mit, das ist besonders wichtig, doppelt destilliertem Wasser, auch Laborwasser genannt. Ich fülle davon ca. 250 ml in einen Messbecher mit Schnute, damit beim Befüllen des Tanks nichts daneben geht. Der Wasserstand sollte sich zwischen der schwarzen und blauen Markierung befinden. Leider sieht man es nicht so gut. Ich stupse das Gerät, damit ich es besser sehen kann. Jetzt schraube ich den Tankdeckel wieder ein und gehe mit dem H2Cube in die Küche. Hier an der Unterseite ist ein Ablassventil, durch das ich das Laborwasser wieder aus dem Gerät ablassen kann. Das ist wichtig, wenn die LED in der Wasserstandsanzeige des AquaVolta H2Cube rot blinkt. Dann ist es nämlich an der Zeit, das Laborwasser durch neues zu ersetzen, da der Leitwert des Wassers sich im Laufe der Benutzung verändert und das Wasser dann unbrauchbar wird. Aber das kommt erst später. Wie ihr seht, ist es ein bisschen fummelig, das Ablassventil zu öffnen. Mit längeren Fingernägeln, als ich sie habe, aber kein Problem. Ich lasse jetzt ein bisschen Laborwasser ab, damit die Elektrodenzelle gut benetzt ist. Wieder zurück im Studio kommt jetzt der laut Karl-Heinz Asenbaum wichtigste Teil der Inbetriebnahme, nämlich Warten. Und zwar sollte das Gerät 24 Stunden vor der ersten Benutzung Zeit haben, damit die Elektrodenzelle auch wirklich überall befeuchtet ist. Also, am nächsten Tag stecke ich das Netzkabel auf der Rückseite des Gerätes an und verbinde es mit dem Stromnetz. Dann kann ich endlich inhalieren. Dazu verbinde ich den Wassersammler mit dem Wasserstoffauslass und der Nasenkanüle. Ach ja, zum Wassersammler noch ein paar Worte. Der ist dazu da, um das Wasser, das während der Wasserstoffproduktion in den Schlauch der Nasenkanüle gelangen würde, aufzufangen und abzulassen. Kann man aufdrehen, Wasser raus und wieder zudrehen. Die Nasenkanüle legt man so an. Die kleine Lasche kommt nach oben und die beiden Stutzen jeweils in ein Nasenloch. Hier ist noch ein Ring, mit dem kann ich die Kanüle dann festziehen. Ich führe die Schläuche über meinen Kopf und positioniere die Kanüle an meiner Nase. Führe dann die Schläuche über meine Ohren und ziehe hinter dem Kopf mit dem Ring fest. Gegebenenfalls die Position der Kanüle nochmal korrigieren. Zum Einschalten des AquaVolta H2Cube drücke ich einmal den On-Off-Schalter. Die Wasserstandsanzeige leuchtet blau und das Gerät läuft, bis ich es mit einmaligem Drücken des Schalters wieder ausschalte. Mit schnellem, zweimaligen Drücken des Schalters läuft das Gerät 60 Minuten lang und die Wasserstandsanzeige blinkt blau. Ich inhaliere meist für 10 bis 20 Minuten und fühle mich danach wacher und konzentrierter. Am Ende nehme ich dann die Nasenkanüle so wieder ab.
Ihr könnt recht schön sehen, wie das Wasserstoffgas aus der Kanüle kommt, wenn ihr die Kanüle unter Wasser haltet. Jetzt seht ihr, was passiert, wenn der Laborwasserstand zu gering ist. Dann leuchtet die Wasserstandsanzeige rot. Ich fülle jetzt Laborwasser nach und ihr könnt hoffentlich sehen, dass das rote Licht verschwindet. Das schwache rote Licht in der Wasserstandsanzeige, das man sieht, wenn der H2Cube mit dem Stromnetz verbunden ist, ist ein Standby-Indikatorlicht. Ich schalte den Cube wieder ein und kann weiter inhalieren. Falls ich Hydroxy, Wasserstoff und Sauerstoff zusammen inhalieren möchte, nehme ich den Sauerstoff-Auslassadapter und stecke das Sauerstoffventil dort hinein. Achtung! Den längeren Stutzen in den Adapter stecken, da das Ventil nur in einer Richtung durchgängig ist. Im Zweifelsfall einfach mal reinpusten. Dieser komplizierte Vorgang erübrigt sich, da wir den neuen Stopfen verwenden. Der Adapter kommt dann in den Wassereinfüllstutzen. Die beiden Schlauchstücke schiebe ich auf den Y-Verteiler. Oben am Gerät ziehe ich die Nasenkanüle vom Wasserstoffauslass und stecke die beiden Schläuche jeweils auf den Sauerstoff- und Wasserstoffauslass. Jetzt verbinde ich meine Nasenkanüle mit dem Y-Verteiler und kann Sauerstoff- und Wasserstoffgemisch inhalieren. Möchte ich nur Sauerstoff inhalieren, stecke ich einfach den Schlauch der Nasenkanüle auf den Sauerstoffauslass. Wie ihr das Wasser aus dem Wassersammler entfernt, habe ich ja schon gezeigt. Wenn ich eine neue Nasenkanüle benutzen möchte, ziehe ich einfach die Schläuche der alten Kanüle vom Wassersammler ab, schneide das Anschlussstück von der neuen Kanüle ab und verbinde beide Stücke mit dem Wassersammler. In solch einem einfachen Versuch könnt ihr selber mal schauen, wie viel Wasserstoff der AquaVolta H2Cube in einer Minute produziert. Danke fürs Zuschauen. Für die Statistik, wenn das Video hilfreich war, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Bleibt gesund. Bis bald.